Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 auf dem PC, auf dem Zwei-Sternhof. Und ich bin da mit meinem schönen Jondierdrescher unterwegs. Wir machen ja da die ganzen Erntemissionen. Hier mit unser Leihfahrzeug. Der 800er Fendt TMS. So. Was ist denn hier los? Mach's rein da. Was ist denn jetzt? Wieso lädt er denn nicht ab? Hä? Hinten geht, vorne nicht. Komisch. Dann machen wir es hinten rein. Okay, ich habe noch den Mod drauf gemacht, damit wir den Schmutz so haben, wie der Untergrund ist, damit sich der anpasst. Also wenn wir nachher auf dem Gras rumfahren, werden die Räder grün, wenn wir auf dem Kalk rumfahren, werden sie weiß und so weiter und so fort. Aber das sehen wir noch. Ich will jetzt hier bloß abbunkern und nachher starte ich hier wieder den Helfer, der ist ja eigentlich gleich fertig. Eigentlich könnte ich hier gleich fertig machen. Dann haben wir die Mission zu Ende. Da habe ich noch Gras zu liegen. Da will ich Heu machen für die Kühe. Und auf der anderen Seite will ich noch Silageballen machen zum Verkaufen. Uns fehlt noch ein Ladewagen. Ich hätte gerne einen Ladewagen, damit ich Stroh und Heu und Gras aufladen kann. Damit ich es nämlich in die Scheune hier auf dem Hof quasi in den Speicher hauen kann. Oh, schaut mal, wie schön das hier oben rausdampft aus dem Korntank. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sonst fahre ich auch selten Drescher. Aber hier auf der Zwei-Sternhof haben wir uns ja gleich einen gekauft, um genau diese Mission zu machen. Und es läuft. So, dann habe ich heute noch ein schönes Video gesehen. Und da gab es ein John Deere Häcksler. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich offiziell dazu kommt oder spätestens als Mod. Und wenn ich den habe, gibt es den natürlich auch mal als Mod-Vorstellung. Also so ein John Deere Häcksler, wenn schon John Deere dabei ist, müsste auch ein Häcksler von John Deere mit reinkommen, bin ich der Meinung. Jetzt, wo mehr oder weniger klar ist, damit Klaas mit dabei ist im LS19 oder mit dazukommt, war ja schon von Anfang an die Rede. Und so wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Aber wann genau und so, das ist noch ziemlich geheim. Aber die Farmcom, die ist wohl in den Klaas-Werken und von daher ist es nicht ohne Grund. So, das läuft doch hier. Warte mal, drin ist. Innenansicht ist momentan schwierig. Bin das doch nicht gewohnt, Drescher fahren. So, ich habe aber gesehen, ich habe ja beide Schneidwerke. Ich habe auf dem Hof noch das Maisgebiss. Also wir könnten auch hier nebenan, ist ja eigentlich gleich ein Feld, wo Mais draufsteht. Ich glaube, das müssten wir auch abernten. So, Unkraut habe ich an. So wie man sieht, Unkraut ist hier an. Auf den Feldern wächst das Unkraut wie nix. Nein, wir haben aber ein Herbizide-Tank auf dem Hof und könnten Unkraut vernichten. Haben wir ja schon bei unser einziges Feld, was wir haben, haben wir das gemacht. Und oh,
stopp! So, heute den Drescher noch kaputt gefahren. So, warum mit der vorne nichts? Ah, jetzt würde er vorne doch was nehmen. Jetzt würde er hier doch was nehmen. Okay. So, wollen wir das wieder hier auf dem Wagen packen, das Schneidwerk? Auf den sogenannten Schneidwerkswagen natürlich. So, na, das ist aber schön schief drauf da. Das kann ich nicht so liegen lassen. Das gefällt mir nicht. Okay. Ja, perfekt ist anders. Ich glaube, es muss noch ein Stück weit rauf, ey. Was ist denn heute los hier? So. So, jetzt weiß ich nicht, wo der nächste Einsatzort sein wird. Aber ich lasse den mal hier stehen. Dann werde ich mal die Mission abschließen hier. Und mal das Fahrzeug hier starten. So, jetzt muss ich aber noch gucken, wo muss ich es eigentlich schon wieder abgeben für diese Mission. Mühle. Mühle ist gut, machen wir. So, dann können wir nämlich gerade mal noch den Mod anschauen mit den mit der Verschmutzung. Hier auf der Straße wird es, glaube ich, das Braun ein bisschen heller. Müssen wir mal drauf achten. Warte mal, wir biegen mal hier ab. Oh, voll gegen das Schild. Ja, es bleibt eigentlich gleich. Glaube ich. Nö, nö, bleibt gleich. So, wir fahren mal hier hoch. Und ich fahre mal da so ein bisschen so durch die durch das gemähte Gras. Dann können wir es nämlich gerade mal sehen. So, jetzt ist die ganze Sache grün geworden. Passt sich also den Untergrund an. Wenn ich hier wieder fahre, wird es dann wieder braun. Stopp. Kippen beide in die Richtung. Die sollten doch in die andere Richtung kippen. Okay. Das haben wir abgeschlossen, würde ich mal sagen. So ziemlich gleich. Ernteüberschuss. 2500 kriegen wir noch. Rüben. Oder was? Ne. Ist jetzt. Spritzen, 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 haben wir da nichts mehr. Feld 8 wäre nämlich zum Ernten. Feld 5. Wo ist Feld 5? Feld 5? Wäre eigentlich da. Der Drescher steht da. Das ist da. Feld 5 haben wir was drauf. Raps. Das machen wir gerade noch. Vertrag akzeptieren. So, fahren wir nämlich gleich wieder zurück zum Feld 5. Was ist hier eigentlich an, damit da irgendwas zugeht?
7,5 Stunden hat er drauf jetzt. Wird aber Zeit, den zurückzugeben, glaube ich. Nein, ein bisschen brauchen wir eben noch. Aber noch kein anderes Fahrzeug zum Abfahren. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Ich will jetzt hier ein paar Ballen noch pressen. Ich glaube, ich bin nämlich noch mit dem Schwader unterwegs. Will noch ein paar Ballen pressen. Und so eine Ladung Silageball noch verkaufen. So, irgendwas ist da komisch, aber was habe ich denn da vergessen? Kippen rechts. Nee. Schließen, Abdeckung, N, nein. War nicht alles zu, wir haben doch alles zu. So, ich fahre mal hier rein. Ich weiß nicht, ob der Weg wirklich da reinführt. So, Feld 3 sieht auch noch erntereif aus. Ja, wir machen erstmal Raps, würde ich sagen. Sehr schön. Genau, da bin ich noch dran. Jetzt holen wir den Drescher wieder. Er wird irgendwann sein Geld noch verdient haben. Eigentlich hätte ich den Schneidwerkswagen da schön hinstellen können. Okay, dann machen wir es halt so. Fällt mir auch auf, jetzt weiß ich auch, warum die Leiter sich immer ausklappt, wenn ich da in der Erntemission bin. Erstmal, wenn sie vorne ist und das Schneidwerk dran ist, komme ich ja gar nicht mehr rein. Und zweitens ist, wenn das natürlich die Leiter ausgeklappt ist und ich auf der Straße bin, ist er ja viel zu breit. Ja, ich weiß, habe ich keinen. So, jetzt aber. Raps, auch ein kleines Feld, sollte kein Problem sein, das mal schnell hier fertig zu machen. So, genau, fällt mir eigentlich ein, den Traktor, der ist ja bloß gemietet. Und ich müsste ja natürlich irgendwann mir einen anderen besorgen. Und ich würde euch die Entscheidung überlassen. Also, ich würde sagen, entweder, also es gibt zwei Varianten, so. Da könnt ihr sagen, welche wir nehmen sollten. Also, entweder nehmen wir, ihr könnt es sagen, den Fan-Favorit 800. Das wäre dieses Teil da. Oder den MB-Trag. Also einen von den beiden kaufe ich. Ich habe gar nicht geschaut, was sie kosten. Aber wenn ich dann Geld habe, der andere wegkommt, kaufe ich die. 75.000 und
100.000, also je nach Konfiguration. Da wäre eigentlich auch noch einer. Ein alter John Deere 7010. Der kann aber auch nicht so viel. Der kann zwar reifen. Der kann. Weiß gar nicht. Ah, hier vorne. Frontkraftheber oder nicht? Und glaube ich Motor. Ist 175 PS. Genau. Sonst kann der eigentlich bloß fahren. Zum Abfahren wäre der wahrscheinlich auch nicht schlecht. Obwohl der weniger PS hat wie der, was jetzt da steht. Also, ihr könnt entscheiden, der Fendt, der John Deere oder der MB-Truck. So, und wir werden hier weitermachen. Ein John Deere habe ich natürlich schon. Wie soll es auch anders sein? Meine Güte, werden da gemäht. Also, wir wollen noch ein paar Ballen pressen. Bisschen was müssen wir noch als frisches Gras übrig lassen. Silageballen haben wir mittlerweile eingelagert. Oder auf jeden Fall mal auf dem Hof. 16 Stück, da sollten wir erstmal ein Weilchen mit zurechtkommen. So, ich fahre jetzt hier einfach schon zurück. Ich brauche natürlich noch Gras und Heu. Deswegen will ich eigentlich auch nicht alles hier gerade zu Silageballen umwandeln. Sag ich mal. So, Lumpi ist auch da wieder. Gestern war er ein bisschen verschwunden, hat sich hinter der Scheune versteckt, ist aber wieder zum Vorschein gekommen. So. Dann lasse ich den mal da. Und ist ja ein bisschen braun ist schon wieder geworden. Der Rest auf dem Dach und alles, das ganze Gras hängt noch dran. Jetzt nehmen wir hier mal die Quaderballenpresse, obwohl es jetzt natürlich auch eine schöne gibt von Klaas. Ich habe halt die schon gekauft. Jetzt müssen wir mit ihm ein bisschen arbeiten. So, pass auf da. Sitzt sich immer am Weg rum. Blöde Töle. Okay, wie machen wir das am besten? Fange ich einfach da an. Och, der hört sich so cool an. So, da fliegen die Ballen hinten raus. Sagenhaft. Na, es soll natürlich so sein, dass alles unser Geld, mehr oder weniger, je nachdem, was wir draußen machen. So, na, das läuft ja. Warte mal, da fahren wir gleich noch hier hoch. Machen das auch noch. Und den Rest lassen wir erstmal gerade liegen. Und würden dann
später Heuballen draus machen. Ah, jetzt wird er dann doch ein bisschen langsamer. Doch ein bisschen zu tun. Sieht irgendwie noch speziell aus. Hier der Traktor ist grün und dann die Radkästen sind eigentlich voll Schlamm. Aber jetzt habe ich es auch auf den Schwatt gelegt. Wir fahren ja nicht unbedingt übers Grüne. So, bergab läuft er wieder schneller. Also ich bin gespannt, auf was ihr euch für einen Traktor einigt oder was ihr da gerne sehen würdet, was ich da kaufen soll. Ich bin natürlich dran, das Geld zusammenzutreiben, werde hier noch ein paar Silageballen machen, die Gewinn bringt, früher oder später verkaufen, damit wir dann uns einen eigenen Traktor hier auf dem Hof stellen können. Oder noch einen, zwei haben wir ja schon. So, drücken wir jetzt noch raus hier. Der andere will nicht, oder? Der ist noch nicht so weit. Okay. So, ich muss noch schauen, damit Lumpi Wasser hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wahrscheinlich noch nicht mit einem neuen Trecker, aber bald. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao.